Wir haben Gläser, beziehen wir, aber eine Glashütte, eine ist in Frankreich, in Saint-Just-sur-Loire, eine die wichtigste in Alsace, und die blasen Gläser. Blasen. Mhm. Noch heute, einfach aus der Grundmasse von Quarzsand, Soda und Potasch hauptsächlich. Das ist in einem grossen Keramiktopf, wird das etwa auf 1200 Grad erhitzt, die Masse, und nachher kommen die Metalloxide rein, die das Glas färben. Mhm. Kupfer gibt Rot, Chrom gibt Grün, Kobalt gibt Blau. Dann haben sie, die Glasbläser, haben so eine lange Glaspfeife. Und dann gehen sie in den Ofen und nehmen ein bisschen Glas dran und dann lösen sie es kalten, gehen wieder, nehmen ein Glas dran, bis sie gross genug Klumpen haben. Und dann blasen sie ihn aus. Seht ihr, da hat einer den Klumpen. Und dann wird das in der Schwenkgrube, weil sie es ja nicht gerade können haben, wird das ja weh. Da geht die Keller ab und dann ist eine Schwenkgrube. Da blasen sie es blasen, bis sie so ein Manchon, bis sie so einen Zylinder haben. Und das ist jetzt, nachher kommen die Dings, die haben sie auch so eine Rundform gesehen. Da ist schon einer, der am Fertigmachen ist. Nachher kommen die, das wird abgetrennt ab der Pfeife und dann kommen sie auf Sargböck. Eine Art, da wird oben unter das Köpfchen abgeschnitten und nachher haben wir das. Das ist das Manchon. Das ist die Originalgröße. Das wird nachher aufgesprengt und kommt in den Ofen. Seht ihr, da ist es offen, das Manchon. Und nachher wird es glättet, bis mit zuletzt so eine, das ist ja die Originalgröße. Das ist, seht ihr, das ist etwa die gleiche Höhe. Das ist ungefähr ein halber Quadratmeter Glas. Da haben wir das Material, das Glas. Und da kann man praktisch jede Farbe machen, indem man die Metalloxide mischt. Das sind Geheimnisse selber noch heute Geheimnisse von der Bude, wie die Mischung hergestellt wird. Aber praktisch kann man jede Farbe im Glas machen. Nachher haben wir also die Flachgläser. Ein paar Gläser. Nachher haben wir, und das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben, dass man die Werkstatt gerade in die Kirche verlegt hat. Dass man die Möglichkeit hat, auf einen Raum mehr Rücksicht zu nehmen. Gewöhnlich sind die Glasfenster einfach im Atelier, in der Bude gemacht worden. Das sind ja gegen einzelne Felder, die hat man fertig gemacht und dann eingesetzt. Und dann hat man erst gesehen, ob es gut ist oder nicht. Hier hat man von Anfang an gesehen, ob das gut kommt. Nachher haben wir also hier, bei diesen Fenstern, haben wir ein gewöhnliches Fensterglas in Rahmen da. Und nachher die einzelnen Bitzen haben wir mit Scotch aufgeklebt, damit man es kontrollieren konnte. Wenn man so einen Entwurf hat, macht man eine Pause. Überall, wo ein Spray, das stimmt nicht ganz, überall, wo ein Spray durchkommt, eine andere Farbe. Nachher wird das ausgeschnitten, die einzelnen Witzchen, und nachher haben wir das ganze Fenster in Papier. Das fällt gegen zwischen. Das ist so mit einer Doppelsäure, wird das gemacht. Da fällt zwischen ein Steg von 2 mm raus. Und das ist nachher der Raum, wo das Blei einnimmt. Das Blei ist ein Haarbalken. Und der Haar, der Mittelsteg, der ist breite von dem. Nachher haben wir also die Sache hier aufgebaut. Der Fummerlin hat nachher noch gemalt drin, eben, da kommen wir jetzt auf die Glasmalerei. Die Gesichter, dort der Korinther, der Fahne vom Christus oben etc. Finger, die werden nachher mit Schwarzlot, das ist eine Isoxidfarbe, werden die aufgemalt.
Nachher, wenn es so weit war, haben wir alles abgeräumt. Die gemalten Stücke sind nachher noch nachgebrannt worden. Das ist ja so, wir brennen etwa auf 600 Grad. Dann ist das Glas wird dickflüssig, rotglühig, die Farbe ebenfalls. Und die tut sich total mit homogen mit der Oberfläche verbinden. Das ist nachher praktisch wie Glas und ist nicht zu töten, wenn es gut brennt, ist es gut gemacht. Wenn es schwach brennt, ist, löst sich natürlich die Farbe. Nein, eben, das ist ein schwarzes Loch, seht ihr. Das ist jetzt ein Ding, ein Köpfchen von einem Ding. Da ist ja die schwarze Linie, die sind pur mit dieser Farbe. Und nachher kann man verdünnen und kann so Halbschatten machen. Und da hat man die Möglichkeit, eben mehr zu spielen, was man hier nicht gemacht hat. Was später in der Renaissance, also, wo sie ganz feingliederige Scheiben gemacht haben, haben sie das natürlich gebraucht. Sie haben ja dort die Schweizer Scheiben, das ist im 15. 16. Jahrhundert, sind die weltberühmt gewesen. Die haben da ganz feine Sachen ausgeführt und haben sich dann eben auch beholfen. Das sind Oxide mit Oxidfarben, die man hinten drauf tut und brennt. Und die verbinden sich dann nachher einigermaßen mit dem Glas, mit dem Weissen, was sie drauf gemalt haben. Sie aber nicht, haben aber nicht die Leuchtkraft, wie wenn das Oxid in die flüssige Glasmasse eingerührt wird. Geschnitten wird das Glas mit einem Diamant, etwa seit dem 14. Jahrhundert. Da ist ein Diamantsplitter vor drin oder mit dem Staurädli für gerade Linie. Das ist ein Staurädli. Da kann man weniger gut um Kurven, weil das abrollt oder Diamant glitscht dem Zeug nach. Das sind natürlich so verschiedene Bleirouten. Da seht ihr, das ist einfach die Schundmesse vom H, wo wir hier rausschneiden. Und dann gibt es jede Breite von diesen Blei. Zwischenschläge ist dann gleich breit wie alle. Die hat man früher, habe ich früher noch mit einem Dreiergali durchgezogen. Heute tut man die meistens einfach ab Fabrik abstellen, auch zu Blei. Früher haben wir auch mit Holz gebrannt. Habe ich noch Holz gehabt, bevor man es elektrisch gemacht hat. Früher hat ja das Glas auch mit Holz geheizt, bis es flüssig war. Und etwas ist noch, eigentlich stimmt es ja nicht, dass ich der Erste bin, der das eingeführt hat, dass man die Bude in Dings verleiht, in die Kirche, bei der Kathedrale und so, ist das natürlich alles auf dem Bauplatz passiert. Sie haben sogar auf dem Bauplatz heiße Gläser geblasen. Wie war das mit dem Vormühlen zusammen da in dieser Kirche zu werken und zu tun? Der Entwurf aufgemacht, er knäuelt da am Boden, schaut mir zu, wenn ich die Farben ausbringe. Er ist wahnsinnig, wie soll ich sagen, ernsthaft gewesen. Er hat x-mal etwas umgestellt. Hat man wieder neu angefangen und so, bis ihm passt hat. Und das kann man natürlich eben nur so subtil machen, wenn man es gerade an Ort und Stelle macht. Das kann man sonst nicht. Aber die Zusammenarbeit war wunderschön. Ich war natürlich tot müde, auch vom Christoph und ab den ganzen Tag. Aber eben, wir konnten so können wirklich jede Farbe an Ort und Stelle ausprobieren. Für das haben wir eben zuerst verglaset und dann hat man die einzelnen Stücke mit Scotch auf das Glas da, das es hat. Dann konnte man das ganze Fenster so aufbauen. Und am Schluss hat er drin gemalt. Und dann hat man es abgenommen, was nötig war zum Brennen. Hat man gebrannt. Dann ist das in die einzelnen. Das ist ja aufgeteilt, die einzelnen Panneaux. Die Panneaux hat man nachher hier montiert. Und das Schwarz ist also ganz, ganz. Das war die diffizilste Farbe für die Schneide, sagen wir ehrlich.
Was ich eine von den schönsten Fetzen finde, ist das mit dem Lila. Das da hier. Ja, das mit dem hellen Violett, das finde ich farbig. Ist. Es ist anders als die anderen. Mhm. Trendlos ausgewaschen und neu gemalt. Bei diesem Weihnachtsfenster das ganze Gewicht unter ist. Und nach oben wird es hell. Also das heisst, er hat hier an Ort und Stelle gemalt? Er hat hier an Ort und Stelle gemalt. Und wir haben hier an Ort und Stelle Gläser geschnitten und ausgelesen. Es ist alles hier passiert. Nachher hat man natürlich den Brennofen, natürlich nicht ja, können zügeln. Und Playet hat man so in der Bude, im Atelier. Aber das Wichtigste ist einfach hier passiert. Mhm. Und es ist ja das Fenster, wo... Ja, wie soll ich sagen? Die sind viel schlichter geworden. Das war das erste. Der ist ja noch ziemlich reich aufgeteilt. Und später im Schiff ist er einfacher geworden. So schlicht bis zu diesen ganz abstrakten Scheiben. Die und die da drinnen. Und das hat sich endlich bei ihm weitergeführt. Die beste Kirche, die wir zusammen gemacht haben, ist die Inselkapelle, die katholische. Und dort hat er nur noch mit so einzelnen, es ist keine Zeichnung, man hat einfach einzelne Farben dort ausprobiert, gerade die ganze Platte reingestellt, ein bisschen verschnitten. Und so hat man die ganze Sache aufgebaut. Das Maximum an Abstraktion, das man dort gemacht hat. Könntet ihr mir jetzt gerade noch etwas erzählen zum Fenster dort oben? Oh. Also zum Heiligen Geistfenster. Ihr habt es vorhin ja schon gesagt, man hätte es zweimal machen müssen. Wir haben es fertig gehabt. Und nachher war es einfach so, dass im Formeln zu wenig deutlich, zu wenig eindrücklich war. Und nachher hat er die Teile gemacht, schwarz, rot, blau. Und hat die Flämmchen ganz einfach versetzt. Oben ist der blaue Grund und es sind Flämmchen blau. Oben ist der blaue Grund und die Flämmchen sind rot. Und der Heilige Geist, die künstlerische Bewertung, wir finden es gut, aber das ist nicht meine Angelegenheit eigentlich. Aber zweimal gemacht hat man es? Das Fenster haben wir zweimal gemacht, aus dem Formeln eben zuerst nicht passt hat. Und das ist genau das Typische beim Max, dass er bei diesen Fenstern nicht losgelassen hat, bis er ganz einverstanden war mit seiner Arbeit. Darum konnte es eben sogar vorkommen, dass er ganze Fenster rausschreist und sie neu macht. Einfach aus einem ganzen tiefen Verantwortungsbewusstsein am Kunstwerk gegenüber.